Göttin, sei uns gnädig. Lass deine gläubigen Kinder nicht der Vergessenheit anheimfallen und all unsere Lieder verstummen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Spiel Horizon Zero Dawn. Ja, die letzte, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau, die letzte Aufgabe, die wir hier haben, steht hinter mir und die werden wir jetzt erstmal beginnen. Oh, du bist die ausgestoßene Sucherin. Du sollst ganz gut mit Bogen und Speer sein. Es heißt sogar, du wärst die Beste. Das klingt irgendwie nach einer Herausforderung. Und ich habe kein Interesse. Ich habe wichtigere Dinge zu tun. Oh, verstehe. Die Sucherin hat keine Zeit für uns unbedeutende Nora. Die Jagd auf Maschinen und Plünderer geht vor. Tja, ich bin weder der Verderbnis begegnet, noch habe ich mit Dämonen getanzt. Aber ich habe im Taltreffjagdgebiet schon ein paar Sonnen gewonnen. Du auch? Oder hat dich die Suche noch nicht so weit geführt? Ja, Jagdgebiete wissen wir ja schon. Wie kamst du an diese Sonnen? Ich habe Maschinen mit drei verschiedenen Pfeilarten erlegt. Eis, Schock und Feuer. Falls du eine Prüfung ablegen möchtest, bring deine Ausrüstung mit. Aber ein Sucher ist bestimmt immer gerüstet, oder? Provozierst du jeden, mit dem du redest? Nur Sucher mit roten Haaren und legendärem Ruf. Und wie oft kommen solche vorbei? Du bist für heute die Erste. Falls dich deine Suche ins Jagdgebiet führt, versuch doch, eine Glutsonne zu gewinnen. Wenn es dir gelingt, hast du mich geschlagen. So gut wie erledigt. Okay, das heißt dann wohl, dass wir unsere erste Jagdprüfung beginnen werden. Das soll jetzt aber nicht gleichzeitig die hier oben sein. Nee, das ist die verdorbene Zone. Man sollte ja eigentlich meinen, dass sie dann immer direkt dabei sind. Wir machen erstmal die Quest an, beziehungsweise den... Achso, ein Auftrag ist es gar nicht. Es unter Jagdgebiete kann man das Ganze anscheinend sehen. So, ist das jetzt der hier gewesen oder ist das jetzt der andere gewesen? Das ist jetzt die Frage. Halbsonnenkiste, schieße mit Pfeilen auf Läuferbehälter. Eieiei. Betäube Brüllrücken und entferne die Unterbaubehälter. Eisprüfung. Erledige eingefrorene Maschinen. Prüfung kann nicht gestartet werden. Ach so, weil ich da wahrscheinlich... Du besitzt die für diese Prüfung erforderliche Waffe nicht. Na toll. Ja, das heißt dann wohl, dass ich die Prüfung, die ich gerne gemacht hätte hier, gar nicht machen kann. Das finde ich natürlich ein bisschen doof. Ach, ist das das Gebiet hier? Nee, das ist auch ein verdorbener Zoo. Ach so, ich bin noch auf der Hauptquest gerade, okay. Ach, da oben, ich sehe es. Nee, das ist unterversorgt. Ach, ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Wir werden uns auf jeden Fall jetzt hier dieser Quest mal widmen, unterversorgt. Dann können wir das Jagdgebiet leider noch nicht machen, dann müssen wir das halt zu einem späteren Zeitpunkt machen. Ich schalte euch gleich wieder hinzu, wenn ich oben bei der Quest angekommen bin. So, das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Und ich habe den Kerl gerade schon rufen hören. Der war in der Richtung, glaube ich. Da unten ist aber noch was, was wir noch nehmen können. Oh, das ist doch gemein. Wenn hier so viel ist, was man einsammeln kann. War das? Ah, ein Lagerfeuer. Ein Lagerfeuer ist immer gut. Dann gehen wir da mal schnell hin, weil das war doch eine ziemlich lange, wenn auch nicht allzu beschwerliche Reise. So, die Sachen nehmen wir vorher. Ist immer schön, sowas im Lagerfeuer zu haben. Zack. Und jetzt müssen wir die Typen erstmal finden, da oben. Ja, ich bin gekommen, um euch zu helfen. Auch wenn ich keine Ahnung habe, ob ich das kann. Mit wem soll ich denn sprechen? Mit dir anscheinend nicht. Mit dir. Der Sonne sei Dank, du bist eine Kämpferin. Und das können wir brauchen.
Mein dämlicher Boss hat uns die falsche Kiste mitgegeben. Es stand Munition drauf, aber Reinholz war drin. Ohne die Munition haben wir kaum eine Chance gegen Wächter und anderes. Ich will dir gerne helfen. Schön zu hören. Wir brauchen je... Alarm! Langbein gesichtet! Ach du Scheiße. An die Waffen! An die Waffen! Der hat irgendwie so ein... Wächter! Oh ja, irgendwie habe ich das schon geahnt. Ja, weich bloß nicht aus, kein Thema. Na, komm zu mir. Aber nicht so. Na komm. Ich sehe nichts mehr. Scheiße, was sind das denn für welche? Ah, oh, nicht die. Ey, warum hast du Arsch mich gesehen? Geht noch? Mann! So, lass mich auch mal was plündern hier. Ich habe immerhin die ganze Arbeit gemacht. Ich dachte jetzt schon, jetzt kommt hier so ein Riesenboss oder sowas am Ende noch. Aber das war zum Glück nicht so. Da bin ich ehrlich gesagt auch sehr froh drüber. Aber war schon eine harte Sache, muss ich sagen. Also die haben einen doch schon ziemlich mies erwischt stellenweise. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. So, auf jeden Fall haben wir schönes Loot bekommen. Das war gar keine Maschine hier. Sehr schön. Mit dir spreche ich gleich auch nochmal. Ich muss nur vorher mal eben die Sachen hier einsammeln. Ich habe keine Ahnung wie, aber während des Kampfes sind hier sehr schöne Rohstoffe gewachsen. Das ist natürlich klasse. So, da hinten haben wir noch was. Nehmen wir natürlich auch direkt mit. Und irgendwo lag hier noch... Es ist gar keine Maschine gewesen, okay. So, dann haben wir, glaube ich, alles, ne? Ja, wieso steht jetzt hier, dass ich nach hier laufen sollte? Der Typ steht doch da hinten, muss ich jetzt auch nicht verstehen. Egal, ich bin natürlich prompt drauf reingefallen, bin der Markierung hinterher. Die nehmen wir auch nochmal schnell mit. So. Spawnt hier jetzt die ganze Zeit was Neues? Man kann nie zu gut vorbereitet sein. Während ich jetzt hier rumlaufe, oder wie? Plus 12% Gesundheit zum Medizinbeutel. Ja, was auch immer das für eine komische Angabe ist. Wo ist der Typ denn jetzt da? Ich habe schon Maschinenjäger gesehen, aber keine wie dich, Fremde. Du bist unglaublich. Was? Die Lidkerne sind weg. Was?
Das ist unmöglich. Außer Dirit hat sie geklaut. Als die erste Welle angriff, ist ein Mann geflohen. Dirit. Ich dachte, er sei feige. Doch er ist auch noch ein Dieb. Er kann nicht weit sein. Stimmt, aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mache ich das für euch. Aber diesmal gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Lidkerne zurück und ich zahle. Ja, das ist doch mal eine gute Sache. Hat der mich jetzt erschreckt? Wo kam der denn jetzt auf einmal her? Finde Dirit. Sag mir nicht, der ist... Nee, das ist Jagdgebiet. Dirit? Der ist hier. Warum sind wir hier nicht? Weil wir woanders sind. Nee, wir sind auch hier. Hä? Hä? Den meint jetzt nicht hier, oder? Bleib mal stehen. Okay, dich meint sie anscheinend nicht. Jetzt verstehe ich hier gerade gar nichts. Der soll irgendwo hier in der Umgebung wahrscheinlich sein. Oder? Ah, wo hat der Sack sich versteckt hier? Hier ist es noch... Nee, das ist schon wieder außerhalb. Die Äste können einen aufschlitzen wie Krallen. Der hat sich doch bestimmt hier irgendwo im hohen Gras versteckt oder so. Oder? Jetzt bin ich hier schon wieder raus, ne? Kann natürlich sein, dass der jetzt oben... Hallo, nimmst du das auch mal? Ja, ich bin jetzt weit aus dem Kreis raus, okay. Also entweder stimmt die Anzeige jetzt hier nicht so ganz. Oder der ist wirklich in so einem kleinen Umkreis hier. Also da würde ich höchstens sagen, dass der oben irgendwo drauf ist. Oder er hat sich hier versteckt, ich weiß es ja nicht. Ich meine, ich sehe hier zwar überhaupt nichts, aber... So, hier war ich eben das noch nicht, das heißt, sicher, dass ich da wieder raus bin. Tja. Aber der hat ja gesagt, weit kann er nicht sein. Das ist halt das, was mich hier jetzt so ein bisschen irritiert. Und jetzt bin ich wieder außerhalb von dem Gebiet. Also irgendwie... Ah, was ist das denn? Nee. Er hat mir das jetzt nur vor mir angezeigt, aber... Es war wieder nur so ein Anzeigebug anscheinend. Also ich denke immer noch, dass er irgendwo auf dem Felsen hockt oder sowas. Aber den Felsen, da komme ich, glaube ich, nicht hoch, oder? Da wäre ich noch gerade so im Umkreis. Ah, da kommt... Naja, das ist zu steil. Da komme ich so nicht hoch. Das ist irgendwie eine komische Quest, muss ich sagen. Ich meine, jemanden finden, okay, dass man dann so ein bisschen in der Gegend rumläuft und sucht, bis man da in der Nähe ist, ist auch absolut in Ordnung. Ich meine, von der Story her sowieso. Oh. Aber... Ich bin ja jetzt schon wieder weit da raus. Das ist halt das, was mich jetzt wieder irritiert. Da oben wird er auch nicht hingekommen sein. Und ich bin jetzt wieder weit aus dem Gebiet raus.
komisch. Ich meine, das merkt man ja schon alleine daran, weil ich jetzt... Das ist wieder dieser eine Baum. Dann bin ich wieder hier relativ nah. Komme ich denn hier irgendwo hoch? Auch nicht, ne? Gehe ich mal stark von aus. Hm. Und was ist hiermit? Das ist auch wieder... Komme ich zwar hoch, aber da ist er auch nirgendwo. Hm. Wollt ihr mich denn veräppeln? Jetzt steht da hinten in der Richtung. Hä? Ach, Moment. Ach, ich bin ja auch blöd. Oh. Ich bin wirklich blöd. Ach. Es hätte auch so einfach sein können und ich laufe wieder wie so ein Idiot in der Gegend rum. Ach, das war so klar. Es war so klar. Manchmal ist es aber auch wirklich so, dass ich den ganzen Wald vor lauter Bäumen nicht sehe, ehrlich. Manchmal denke ich dran und dann kann man es nicht benutzen. Und manchmal kann man es benutzen und ich habe es so überhaupt nicht gepeilt irgendwie. Oh. Dann kommt so dieser große Aha-Effekt. Ah, da ist der Kerl ja. Bleib stehen, Junge. Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die Sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Tja, zu spät, würde ich sagen. Oh. Ach du Scheiße. Sprengköpfe und Tarnmodus. Na komm, da hinten kämpfe ich nicht. Immer schön leise. Na komm. Geht doch. So. Die haben mich nicht gesehen. Moment, rede mit Dietrich. Ach, der ist jetzt auch da hinten, oder wie? Ernsthaft? Ach so, ja, der liegt ja noch hier. Ja. Die Karawane. Leben sie? Ja, ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie, meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Okay, dann können wir auch noch die letzten Sachen wegnehmen hier. Ja, schön, dass er noch Reue gezeigt hat, ne, aber... War wohl nicht so, wie er es gedacht hat. Na gut, was soll man da machen? Komm her. Komm her. Ich hätte mich anschleichen sollen vorher, ich weiß. Das nehmen wir auch noch eben mit hier. Ich weiß, da müssen wir eigentlich nicht hin. Nein, falsche Taste. Ich weiß, dass die dich suchen.
Aber die werden dich nicht finden. So. Jetzt ist hier schon wieder was drin. Habe ich den nicht eben erst noch ausgeraubt? Oh, das ist ja, da kommt man überhaupt nicht mehr am Ziel an hier. Das ist ja schrecklich. So, die kann ich alle nicht mehr aufnehmen. Marzavid, wo bist du? Oder Marzavid, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Da ist er. Halt, das bist du gar nicht, oder? Du bist das. Ach, mein Gedächtnis. Du bist wieder da, mit den Liedkernen, wie ich sehe. Und die Ried? Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe eine bemerkenswerte Belohnungskiste erhalten. Ich würde sagen, die schauen wir uns auch nochmal ganz schnell an. Im Inventar. Und nein. Spezialobjekte, Schatzkiste. Achso, als Schatzkiste, genau. Metallscherben und Echohülsen. Ja. Nehmen wir mal so hin, ne? Ob die jetzt so bemerkenswert ist, weiß ich nicht. Aber okay. Gut. War ein bisschen chaotisch heute. Aber ich sag mal, wer meine Let's Plays anschaut, der kennt das ja schon von mir. Auf jeden Fall ist dieser Auftrag jetzt auch zu Ende. Wir konnten den Leuten zum Glück helfen. Und ich würde sagen, dass ich dann hier nochmal einen kleinen Cut mache. Und dann müssen wir mal schauen. Ich glaube, dann müssen wir die verdorbenen Zonen räumen beim nächsten Mal. Weil ich glaube, wir haben nämlich ansonsten überhaupt gar keinen Auftrag mehr übrig, den wir noch machen können. Also diesen Jägerauftrag können wir ja nicht machen, weil wir da nicht die passende Waffe für haben. Und ich ehrlich gesagt jetzt auch gerade gar nicht weiß, wo ich die herkriege. Und ganz ehrlich, auch nicht wirklich Lust habe, irgendwo eine zu kaufen. Deswegen würde ich sagen, dass wir, wenn nichts mehr dazwischen kommt, dass wir noch einen Auftrag finden sollten, in der nächsten Folge mit der Hauptquest weitermachen und zwei verdorbene Zonen räumen. Bis dann. Ciao.